fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Moin moin da draußen an den Empfangsgeräten. Ich bin's wieder, der Typ aus Hamburg, der hier seit jetzt 300 Folgen, eigentlich 319 Folgen mit den Addons, Fallout 3 spielt. Ja, willkommen in Folge 300, die eigentlich Folge 329 ist. Ja, so, wir fangen gleich an. Es wird erstmal leider das, was Leute langweilig nennen, sein. Mir ist aufgefallen, wir haben unseren Freund Forks vergessen. Ja, wir haben unseren Freund Forks, doch tatsächlich Forks, vergessen. Ich habe auch ein bisschen so ins Inventar geguckt, habe auch geschaut, welche Rüstung eigentlich die beste ist. Power-Rüstungen sind eigentlich alle recht gut, aber die T-51B, ja, die haben schon Wumms. Wir fahren mal zum Außenposten der Ausgestoßenen. Ich gebe zu, ich habe ein paar Sachen einfach mal so geschaut, zum Beispiel auch, wie denn Forks vom Inventar her aussieht. Ja, ich bin hier schon mal gewesen. Oh, das ist mir letztes Mal nicht passiert. So, und ich hole uns mal den Forks. Ich warte geduldig auf Anweisungen. Ja, schon viel zu lange Zeit. Komm mit, Freund. Ich hatte auf Ihre Rückkehr gehofft. Was? Ja, ich war in Alaska, virtuell. Los geht's, alle. Machen wir uns auf die Beine. Ja, oder auch auf die Füße. Nein, ich will nicht feuern. Wir wollen Ausrüstung tauschen. Wollen wir das denn? Ja. Aber gerne doch. Ich gebe ihm erstmal alles, was auf jeden Fall ins Häusli gehört, was nicht verkauft werden muss. Achso, das ist Epoxidharz. Naja, ich bin ein bisschen raus aus der Sache. Es dauerte schon etwas lange, seit ich das jetzt mal... Das Gaussgewehr. Ah, ich habe das Gaussgewehr noch. Ich bin so glücklich. Ja, das ist schön. Warte mal, ich muss noch mal ganz genau gucken, was wir hier so haben. Ne? Ach, warte, ich gebe ihm alles, was ich nicht gebrauchen kann. Die chinesische Tarnrüstung ist nett. Damit kannst du schleichen, plus 15. Chinesische Sturmgewehr, ja, das lassen wir. Ja, dreistrahliges Lasergewehr ist eigentlich ganz nett. Ich will aber auch nicht alles dabei haben. Fleisch und Bohnen. Einen Gatling-Laser. Gebe ich ihm das Gaussgewehr? Ich weiß es nicht. Gleisgewehr, Gleisnägel. Ich habe so viel Spaß mit dem Huhuhu. Und Horsti mag es auch gerne. Sei mal grüßt, Horsti, mein Lieblingszuschauer. Ja, Hammer zweimal. Ich gebe ihm auch mal den Kram. Alter, so viel Kram. Ja. Ich möchte jetzt nämlich hier noch ein bisschen looten. Jawohl, ich möchte hier noch ein bisschen looten. Den verkaufen wir. Wir machen auch eine große Verkaufsrunde. Ehe wir dann, ich habe glaube ich schon einen Ort, wo wir hingehen. Rösti will ich behalten. Schockschwert von Jing Wei. Warte mal. Nee, Rösti macht Rösti. Ja, obwohl, wenn ich das Schockschwert repariere. Ich werde es mal reparieren, weil ich nicht weiß, wie es vielleicht funktioniert. Das ist eine schöne Nahkampfwaffe vielleicht. Ihr habt ja gesehen, der Jing Wei, also der Chinese im Karton, also der Obermacker von denen, hat da ja einen amerikanischen Soldaten hingerichtet, kurz nachdem wir ankamen. Guck mal, 1301. Wintertaugliche T-51B Powerrüstung. Ja, guck mal, die hat 75, unsere 45, unsere Powerrüstung hat auch 45, wenn wir die hochrüsten. Also ist es eigentlich scheißegal, welche wir behalten. Wahrscheinlich können wir sie auch miteinander reparieren. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz auf Tasche. Weißt du, und wo wir schon mal dabei sind, ich gebe ihm einfach mal, da wird jetzt die nächste Zeit erstmal wahrscheinlich nicht kämpfen gehen. Würde ich doch hoffen erstmal. Ja, das wiegt auch nichts. Das dreistrahlige Lasergewehr nimmst du auch mal. Ich darf es halt nur nicht verkaufen. Elektronenladeteil wiegt auch nichts. Oxidharz der Aliens wirkt nichts. Ah, Gaussgewehr. Ich liebe das Teil. Aber ich will jetzt halt möglichst sämtliche Sachen, die was wiegen, loswerden. Nicht das, was wir anhaben. Wohl könnten wir auch. So, und somit haben wir nur noch 51 Gewicht. Beenden. Und ja, er hat wahrscheinlich noch ein bisschen Platz. Und hier oben habe ich gerade gesehen, hier gibt es auch Loot. Das holen wir uns natürlich auch. Elektrische Leiter und Dings. Ja, hier, nö, hier ist nichts. Da haben wir noch, was ist das? Schachtel Zigaretten. Nehmen wir gerne mit.
Aber unten in der Hütte, ja, jetzt müssen wir leider den Forks wieder hier oben lassen. Erinnert mich dran, dass ich ihn wieder abhole. Ja. Ich bin irgendwie ein bisschen ver... Hallo? Kann ich hier auch mal raus? Ach ja, das ist vorhin auch passiert, als ich es ausprobiert habe. Und das Ding hat mich erstmal hier nicht mehr rausgelassen. Ja, jetzt fährt's hoch. Und erst wenn ich das nächste Mal runterfahre, geht hier unten die Tür auf. Wetten das? Ganz verrückter Schuss, weil wir wahrscheinlich hier gar nicht zurück sollen. Aber da unten ist so viel feines Loot. Wir haben da ja die ganzen Protektoren und Schnottektoren platt gemacht. Und die haben jede Menge lustigen Kram dabei. Euch ist auch eben aufgefallen, als ich hier eben reingegangen bin, bin ich nicht runtergefahren. Also diese Sequenz ist nicht passiert, sondern wir waren gleich unten. Deswegen ist dann hier die Tür nicht aufgegangen. Jetzt dürfte sie aufgehen. Ja, wundervoll. Ja. Ist alles gefixt, Todd Howard. It just works, genauso wie da vorne der rumopelnde. Ja, ja, das sind die Todeskrämpfe, weißt du? Alter Schwede, der hat aber eine Menge Zeug dabei, ne? Hui, Breakdance, man! Break, Alter! Spider-Man! Im wahrsten Sinne des Wortes. Digi! Was ist mit dem Herrn los? Seit ich ihm seine Rüstung abgenommen habe, spukt er durch die Gegend. Hier ist Defender Sibley, das ist glaube ich der, der Stress gemacht hat, weißt du? Den hier hatten wir schon. Hier ist noch einer. Alter, so viel Kram. So, wo ist der jetzt hingebackt? Ich habe Angst vor dem. Hier ist Spezialist Olin. Ja, wie gesagt, ich habe einmal kurz. Schauen wir doch mal. Lalala, den wollte ich gar nicht haben. Ich wollte sie schauen. Nee, wahrscheinlich ist es mir verboten, sie zu schauen, weil das, darf ich mal kurz wieder in die First Person? So, mach mal Waffe weg. Nein, Licht wollen wir anhaben. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen durch. Ja, weil ich bin momentan wieder mal in einer depressiven Phase, aber das ist ja egal. Hübsch. Ja, wo platzieren wir sie denn mal prominent, damit wir uns besser an... Och, Ärmchen ab, das ist ja gar nicht gut. Da geht sie durch, das ist nicht gut. Geht sie da durch? Nein, dreh dich um. Ja, ich weiß, ich bin schlimm. Aber es gehört sich so. Hui. Na gut, dann. Honk, halte ein. Okay, und dann bleibt sie so. Schöner Rücken kann auch entzücken. So. Der olle Perversling ist wieder am Start. Also irgendwie heute. Ich hoffe, das wird noch. Ja, das ist nicht so mein Geschmack. Aus Gründen. So, Kleidung. Wir werden mal, Powerhelm der Ausgestoßenen müsste reparierbar sein. Nein, unseren, obwohl, warte mal. Wir können doch mal versuchen, vielleicht. Nee, den können wir damit nicht reparieren, aber wir könnten das damit, Alter, das ist so fiese, ne? Jetzt könnte ich hier, ja, weiß Bescheid. Gelehrte Robe, Powerhelm der Ausgestoßenen, nein, Powerrüstung der Ausgestoßenen, nur vorsichtig, dass ich nicht meine Rüstung zum Reparieren nehme. So, somit dürften wir auch schon wieder ein wenig Platz haben. So, jetzt Waffen, Lasergewehr, jo, halb so schwer, ja, alles gut. Was haben wir hier? Da liegt ein Ärmchen. Wem auch immer das gehört, der braucht das nicht mehr. Warum haben die hier so einen Stress gemacht, die Vögel, ne? Oh, unser Pümpel, unsere Monkey Wrenches. Gary! Ja, ist euch aufgefallen, ne? Das ist einer aus der Klon-Geschichte. Oh, noch ein Pümpel. Ich werde hier leave no Pümpel behind, Digga. Mhm. Ja, Schiffe versenken. Und hier hatten wir auch einiges liegen lassen, zum Beispiel Altmetall und Schraubenschlüssel und Hammer. If I had a hammer. Oh, schau mal, Lackierpistole und Pümpel. Ja. Kann sein, dass ich heute noch ein bisschen alberner bin als sonst. Wie ich eben schon andeutete, bin wieder in der depressiven Phase. Keine Angst, alles ist irgendwie trotzdem gut. Und ich habe gestern 4 bis 5 Stunden Drakensang aufgenommen am Fluss der Zeit. Ja, letzte Nacht schon. Jetzt ist es wieder Abend und ich nehme auf.
Der Typ ist irre. Das heißt irre oder zumindest irre. So, boah, hier sind so viele Kästen. So, damit hätten wir diesen Raum auch leer gelootet, aber das ist noch lange nicht alles. Denn im Raum, nicht gegenüber, da hatte ich alles leer gelootet, das weiß ich. Aber jetzt schaut euch mal diesen Raum an. In den Pod können wir übrigens nicht mehr, also wir können nicht mehr in die Simulation reisen. Das habe ich auch schon mal geguckt. Ja, bin ein bisschen offscreen unterwegs gewesen, um uns ein bisschen Zeit zu ersparen mit Dingen, die ich ansonsten noch hätte mit euch machen müssen. Ja, wir looten, bis die Finger bluten. Danach machen wir eine kleine Handelsrunde, um den Kram loszuwerden. Möglichst viel davon zumindest. Ein Schützengewehr auch noch. Alter, ich bin schon wieder überlastet. Ich kann schon wieder nichts mehr tragen, Horsti. Wir müssen hier nochmal her zurückkommen, weißt du? Da vorne liegt nämlich auch noch ein Stimmpack oder ein Psycho oder was auch immer. So, ich versuche hier nochmal durch alles durch zu reparieren. Lasergewehr, Laserpistole, Minigun, bla bla bla, Kleidung. Aha, Powerhelm, der ausgestoßen. Guck mal, da können wir noch was machen. Ja. Powerrüstung der Ausgestoßenen. Ja. Bloß nicht die T51B zum Reparieren verwenden. Vögelchen. So. Nämlich nicht Vögelchen. So, dann nehmen wir doch die. Ich habe gesagt, ich nehme keinen Junk Loot mehr mit, aber ich weiß auch nicht, was hier passiert ist, warum die guten Sachen auf dem Boden liegen. So, dann hier nochmal. Und hast du nicht gesehen? Das habe ich schon gesehen. Aha. Kann ich das auch wieder loslassen? Nein, kann ich nicht, oder? Doch. Ein Glück. Sonst wäre ich jetzt ungehalten geworden. Und manchmal reagiert das halt alles ein bisschen sehr seltsam. Ja, ich auch. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt hier eine Loot-Runde, dann machen wir eine Verkaufsrunde zusammen mit Forks und haben wir das hier schon alle? Ja, hier haben wir schon alles leer geräumt. Die Metallkisten hier wohl nicht. Alter, so viel Junk. Und wenn wir die Verkaufsrunde dann zu Ende haben, dann gehen wir wohin, wo ich eigentlich schon immer hin wollte, zu einem Ort im Ödland. Da können wir eigentlich direkt hinreisen. Müssen wir also nicht lange. Ja, wie lange wird es dauern, bis ich wieder vollgelootet bin? Werde ich hier alles rauskriegen, ehe ich vollgelootet bin? Du kannst es nicht wissen. Ich weiß es nicht. Ja, insofern wissen wir das alle nicht. Und ich hoffe mal, die Aufnahmesitzung heute wird was. Wenn nicht, dann ist das auch nicht. Wow. Nicht weiter schlimm. Ich werde nochmal versuchen, ein bisschen was zu reparieren hier. Vielleicht gibt es hier noch was. Nein, das wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Nein, es wird nicht passieren. So, aber hier haben wir Kampfmesser. Kampfmesser! Und die können wir nämlich reparieren. Und, ja, das war es dann auch schon wieder. Also ich habe exakt noch einen Gewichtspunkt, weißt du was? Fick dich, Spiel! Ja. Es hätte so schön sein können. Ich habe sie geliebt. So. Ist das hier der Zuckemann, der hier vorne... Alter. Das war gruselig. Aber sowas passiert öfter. Also das letzte Mal, dass ich sowas hatte, das scheint irgendwie mit den Bethesda Engines zusammenzuhängen. Also... Ich hatte solche Dinger in Morrowind, in Skyrim, in Oblivion. Ja, ich habe diese Spiele auch schon gespielt, natürlich. So, Fox! Ich habe auf Fox Ihre Rückkehr gehofft! Was genau, jetzt? That's what the Fox say. Nicht ding, 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 ding. Los geht's. Ja. Okay, mein Guter. Und ich werde folgen! Das finde ich gut, das finde ich gut. Wollen wir mal den Defender, der da oben noch steht, wollen wir den platt machen? Der ist ja sowieso nicht mehr nützlich für uns. Was haben wir hier? Ah, zerbeulte Blechdosen. Da steht einer. Alter, was hast du denn zu tun? Deine Leute sind alle tot. Der eine hat sich in ein seltsames Spinnenwesen verwandelt. So, wir reisen mal zum ersten Ort, wo wir handeln. Nämlich, wie sollte es anders sein? Das gute alte Megaton.
fast eine Folge. Fast eine Folge looten. Ja. Die Kritiker wird es freuen. Nicht. Aber Horsti findet es vielleicht ganz toll und entspannend, obwohl ich diesmal nicht viel erzählt habe. Sag mal, Foxy? Wollten Sie Foxy etwas Lady, sagen? Ich habe was für dich. Oder besser gesagt, wir sollten uns rein. Aber gerne doch. Gib mir mal das Altmetall. Ja, jetzt bin ich überlastet. Du nimmst dafür mal eine elektrische Leiter noch. Und gibst mir mal Fleisch und Bohnen. Was wiegt ein Graben durch? Hammer wiegt viel zu viel. Okay, aber haha, nehmen wir einen. So. Ja, ja, wir werden jetzt. Ich muss jetzt ein schreckliches Management von Inventar betreiben hier. Walter! Ich komm! Alter Verwalter, ich komme aus. Was denn? Ich komme aus Alaska zurück, da war es scheiße kalt, Digga. Hier, hast sicher. Bock auf Altmetall. Digga, nimm alles. In Ordnung, lassen Sie mich Ihnen Ihren Kronkorken geben. Ja, hast du doch schon. Ist geil. Ich muss jetzt los, so. Digga. Warum stehst du eigentlich nicht draußen und rauchst deine Bon? Es sieht wirklich immer aus, wenn er da aus diesem Rohr raucht, ne? Nur, oder wie die seltsamste Pipe der Welt. So. Ich darf auch nicht vergessen, dass wir drüben im Megaton-Haus noch einige Dinge haben. Oh, wussten Sie schon, ja, dass... Ja, ja, du, das erzählst du mir schon seit ungefähr 100.000 Jahren. Warte mal. Nein, erstmal will ich was anderes machen. Kannst du meine Ausrüstung reparieren? Alien-Desintegrator. Ich könnte ihn mit meinen eigenen Alien-Desintegratoren... Das sollte ich vielleicht auch tun. Die Gatling-Laser habe ich sicherlich drüben noch eine. Die Minigun habe ich sicherlich noch drüben eine. Hier die Laser... Nein, die reparierst du mal nicht. Hier den Power-Helm, den kannst du mir mal reparieren. Okay, okay, okay. Und dann sehen wir mal, was es im Angebot gibt. So. Ich kaufe immer noch die Munition für die Magnum, das ist klar. Alles andere eher nicht. Den Ledergürtel nehme ich dir mal ab. Ich nehme auch mal ein paar Sachen fürs Craften mit hier, wenn ich hier sowas finde. Moment. Die beiden Blechdosen. Warum kauft er jetzt Blechdosen? Ja, weil ich vielleicht verrückt bin. Löschschlauchspritz. Alter Schwede. Nö, ne? So, und dann komm mal her. Warum hast du keine Stimmpacks, Mädchen? Ja. Weil sie kein Geld hat. Guck mal, es ist keine Zeit vergangen, seit wir das letzte Mal hier waren. Ist doch wohl nicht wahr. Aber so Putzmittel bräuchten wir. Aschenbecher können wir verkaufen. Bier? Nein, die Blechdosen verkaufe ich jetzt nicht. Die habe ich gerade gehabt. Clipboard, hui. Ja, also es ist wahrscheinlich immer noch so, die Leute haben keine Ocken am Start. Fleisch und Bohnen, hier nimm mal. Gelehrtenrobe und ist ein Hammer. Hammer. Mooshammer, den können wir verkaufen. Jet. Oh, geile Mucke. Joan Jett in the Blackhearts. Stimmt so, Schwester. Okay. Gute Jagd. Ja, das wird wohl gehen. Ja, du kaufst alles, aber du hast keine Kohle. Ja, also wir machen jetzt nochmal eine Verkaufsrunde durch alle Lokalitäten, wo wir was verkaufen können. Unter anderem hier auch immer noch Moriartys Saloon. Alles gefixt, Todd Howard. Das Ding sollte Gobs Saloon heißen. Aber... Wem sag ich das? Gob? Machen wir auch mal was? Oder soll ich den ganzen Tag ich hier rumstehen? Ich hoffe, Sie planen keinen Einbruch. Nicht schießen. Ach Gott. Na klar doch. Keine Stimmpacks? Fick dich doch. Entschuldigung, aber ist so. Nee, ich könnte dich schlagen dafür. Und Jericho will mit mir mitkommen. Ist der Typ denn komplett durch? Ich meine, ich bin momentan mal wieder ein Heiliger. Komm ich hier runter? Ja. Hallo. Ach, ich sag euch, es gibt keinen einzigen Händler, wo wir es verkaufen können. Das macht mich traurig. Hallo. Ich bin ein zutiefst trauriges Einhorn was kann ohne ich für Horn. Sie tun? Doch, ich habe ein Horn. Hier, sehen Sie. Aber das zeige ich nicht. Ein Korken hat sie. Alter. Was zum Geier ist hier los? Ja.
Hier, nimm mal eine Kaffeekanne. Die kannst du haben. Und, was? Null Kronenkorken? Willst du mich verarschen? Ich habe dir gerade eine Kaffeekanne verkauft. Hier, nimm ein Pfeil. Dann musst du mir mindestens deinen letzten Ocken geben. Gott, bin ich desperate, ne? Komplett verzweifelt. Ihr deprimiert mich. Ihr macht meine Depression schlimmer. Ihr macht mir Depression, Digga. So, ich muss jetzt los.